Wir fahren fort in unserem Programm, sind jetzt ein bisschen aus dem Zeitplan geraten. Aber bevor René Schieback und Tino Lorz sprechen, die jetzt auch schon parat stehen, möchte ich noch ein paar Minuten über Hans Baer sprechen. Hans Baer ist ja der große Imkerlehrer der Jahrtausendwende. Viele Berufsimker haben ihn kennengelernt. Er hat in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, England, Schweden gesprochen. Und ja, was er nicht gemacht hat, war Online-Arbeit und Filmaufnahmen. Es gibt zwar einen Herrn, der viele seiner Vorträge aufgenommen hat, sodass das Wissen insgesamt nicht verloren gegangen ist. Aber er hat natürlich geglänzt in seinen Vorträgen und bei den Bienenbesuchen, also Besuchen an den Bienenständen, die wir bei ihm machen durften. Und viele hundert Imkerinnen und Imker hatten das Glück. Jetzt ist er leider verstorben vor 2 Jahren. Und Hans Baer ist ja einer der geistigen Väter der Ludwig-Armbruster-Imkerschule. Deshalb möchten wir heute die Gelegenheit nutzen, um dauerhaft Hans Baer in der Erinnerung der Imkerschaft zu behalten. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, eine Hans-Baer-Gedächtnisnadel zu stiften, die wir in den nächsten Jahren Persönlichkeiten verleihen, die entweder unmittelbar mit Hans Baer gearbeitet haben und dafür gesorgt haben, dass sein Wissen verbreitet wird, oder die im Geiste Hans Baers jetzt Imker- und Schulungsarbeit verrichten. Werfen wir ein paar Blicke, um ihn kennenzulernen, weil es sind natürlich jetzt auch viele Imkerinnen und Imker dazugekommen, die ihn nicht kennenlernen konnten. Hier stehen wir mit einem Imkerkurs an einem seiner Bienenvölker. Und es waren immer große Gruppen, die bei ihm waren. Und die Gruppen kamen im Laufe, der Mensch kommt dann immer näher zum Bienenstand, sodass wir immer wieder dafür sorgen mussten, dass dann auch wieder Platz entsteht. Hier zeige ich euch eine Bilderfolge, die ich aufgenommen habe am Bienenstand der Herzfelder Imkerschule. Die Herzfelder Imkerschule wurde von Hans Baer, Herrn Strobel, Imkermeister Strobel, der auch leider schon verstorben ist, und Gerhard Moll vor vielen Jahren gegründet. Und das war eigentlich die erste private Imkerschule, bei der die Lehrmeinung von Hans Baer unterrichtet wurde. Wir sehen hier, wie er das Bienenvolk öffnet Anfang Juni. Wir sind auf der Schwäbischen Alb. Und wer genau hinschaut, sieht, dass die Honigräume im Querbau aufgesetzt sind. Er raucht ein bisschen rein. Hans Baer hat gern mit Rauch gearbeitet. Er sagte, das Arbeiten ohne Rauch sei für die Bienen eine Brutalität. Dann nimmt er das Absperrgitter ab, ein wichtiges Werkzeug, um den Brutraum definieren zu können, weil sonst würde die Königin der Wärme folgend nach oben gehen. Und dann sehen wir den Brutraum. Und dieser Brutraum zeigt jetzt 7 Waben. Und zeigt keine Wärmeschiede bisher. Das ist jetzt ein Foto, das schon viele Jahre alt ist, schon 7, 8 Jahre alt ist. Und damals hat Hans Baer mit mir dieses Thema schon diskutiert, aber noch nicht umgesetzt. Und da das jetzt hier auch die Schulungsvölker einer anderen Imkerschule sind, zeigt dieses Foto hier auch noch keine Thermoschiede. Aber ihr seht, hier ist Juni. Es sind 2 Honigräume voll mit Bienen und mit Honig. Die erste Honigernte wurde bereits gemacht. Und der Brutraum ist angepasst. Kein Wildbau hinter dem Schied. Eine wichtige Botschaft für alle, die sich nicht vorstellen können, dass es funktioniert, den Brutraum nicht ganz mit Waben aufzufüllen. Und auch hier sieht man, es wird keine Wabe gequetscht. Es wird hier nicht mit Hoffmann-Seitenteilen
ein Bienenrollen gemacht und so weiter, sondern es wird erst das Sheet rübergeschoben, dann wird die Wabe weggenommen von den anderen Waben und dann wird sie herausgenommen und kontrolliert. Und wenn man sie kontrolliert hat, kann man sie wieder reinhängen, weil in der Beute ist genügend Platz. Und so sieht so ein Rämchen aus, das im angepassten Brutraum sitzt. Hans Bär hat die Völker nicht ganz so stark angepasst, wie wir es mittlerweile machen. Er hat gerne 7 Waben gegeben. Allerdings war er ja auch in einem Entwicklungsprozess. Und er hat selbst beschrieben, als er mit der Dadan-Beute angefangen hatte, hat er mit 24 Rämchen begonnen, dann auf 12 reduziert und alle paar Jahre um ein weiteres Rämchen reduziert. Und der Tod beendet die Entwicklung auf Erden, sodass solche Aufnahmen natürlich immer eine Momentaufnahme eines bestimmten Zeitpunkts seiner Entwicklung darstellen. Und das ist jetzt ein Foto aus einem Buch, das Herr Seyfried mit seiner Frau herausgegeben hat, das gelbe Buch Angepasster Brutraum. Das findet ihr auch auf der Webseite Angepasster Brutraum. Das Buch ist eine Zusammenstellung von 2 PowerPoint-Vorträgen, etwas aufgearbeitet, sodass man das erwerben kann und sich dann noch über diese Themen heute noch sozusagen informieren kann. Wir waren mit Hans Bär auch unterwegs. Hier sind wir in der Schweiz bei einem Imkerfreund Ende Oktober, wo wir hier ein eingewintertes Volk gezeigt bekommen. Hier sind wir auf Sizilien im Frühjahr, das war Ende Februar oder Anfang Februar, wo er uns ein Volk zeigt, das ich extra hingestellt habe, damit wir dort mit unserer Studiengruppe hier an einem Platz stehen, wo wir ungestört arbeiten können. Und man sieht auch hier, die Beute ist zu einem Drittel, so etwa 40% mit Bienen besetzt. Und wir diskutieren jetzt hier, wann die Beute zu erweitern ist und um wie viel man sie erweitert. Und das wisst ihr ja schon, im angepassten Brutraum wird das Bienenvolk um jeweils eine Wabe erweitert. Um eine halbe kann man ja nicht erweitern. Und bei unseren vielen Studienreisen, die wir jedes Jahr machen, jetzt ist ja leider Corona-bedingt letztes Jahr nur eine stattgefunden, aber bei diesen Studienreisen, da schauen wir nicht nur in Bienenvölker hinein, sondern wir schauen uns auch andere landwirtschaftliche Produzenten an. Hier waren wir zum Beispiel in einer Käserei, die Mozzarella herstellt. Und man sieht ja, dass Hans Bär auch diese Aspekte genossen hat. Ich kann es euch nur empfehlen, sobald wieder Reisen möglich sind. Geplant ist eine Reise nach Nordalbanien im September und nach Süditalien. Die Reise heißt auf der Via Appia von Rom nach Brindisi. Eine Reise, die mein Reiseleiter Peter Ammann jetzt schon vorbereitet und er sich besonders darauf freut, denn das ist eigentlich die zentrale Achse, die im Römischen Reich entstand und Griechenland und Ägypten und so weiter mit Rom verbunden hat. Wir werden auf der Via Appia entlang pilgern und in Historie eintauchen, aber auch in Gegenwart. Ja, und hier waren wir in Südtirol. Da hat uns die Bioland-Gruppe Südtirol eingeladen. Und der Kollege hat dort 2 Bienenvölker aufgestellt und wie immer Hans am Bienenvolk und die anderen drumherum. Das ist wiederum ein Foto aus Apulien, wo wir bei einem der ältesten Olivenbäume Platz genommen haben, um uns hier sozusagen als Bild hier ein Andenken zu schaffen an die schöne Reise. Das ist wohl der älteste Baum, Olivenbaum Apuliens mit einem Alter von mehreren tausend Jahren. Alles geht zu Ende,
alles Irdische. Was bleibt, sind die Ideen, die unwahrscheinliche Herzlichkeit und Freundlichkeit und die Liebe zur Biene, die er in seinen Schulungen an uns weitergegeben hat. Hans Bär, vielen Dank. Die ersten Persönlichkeiten, die Hans Bär Gedächtnisnadel erhalten, sind René Schieback, Tino Lorz und Marion Löper. Die drei haben Hans Bär in den letzten Jahren seines Lebens mehrmals besucht und auch ein Buch herausgebracht von Camille Sanson, von Camille Dadon zu Hans Bär. Eines der wertvollsten Memorialbücher für Hans Bär, wo wissen, dass bereits Charles Dadon vor über 120 Jahren entwickelt hat, mit der Lehrposition von Hans Bär verglichen wird. Wir haben in unserer Schülerschaft viele sehr fähige Persönlichkeiten, auch eine Goldschmiedin in Hamburg, Viola Bergmann, mit der Goldschmiede Bergmann. Und ich habe Viola gebeten, eine Hans Bär Gedächtnisnadel zu entwerfen. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Vielen Dank. Das ist also der Entwurf von Viola Bergmann und der Goldschmiede Bergmann in Hamburg, wo wir die Initialen von Hans Bär aufführen und einen Bienenflügel an das B angefügt haben. Und jetzt bitte ich René Schieback und Tino Lorz und vielleicht ist Marion Löper ja auch vor der Kamera hier in den Raum, aber dann die beiden Herren und mit ihrem die Nadel entgegenzunehmen. Ich werde sie persönlich in den nächsten Tagen oder Wochen überreichen und da machen wir natürlich dann auch ein Foto draus, weil hier geht es jetzt leider nur virtuell. Also ich nehme sie jetzt mal so online an und möchte mich ganz recht herzlich bedanken und bin wirklich gerührt, diese Gedächtnisnadel als erster mitzubekommen. Und besonders freut mich, dass die Ludwig-Armbruster-Schule diese Nadel gestiftet hat für den Hans Bär, der wirklich, ohne dass man das übertreibt, einer der größten Imker der letzten Jahrzehnte ist. Also das ist wirklich nicht übertrieben und ohne Hans Bär würden wir wahrscheinlich hier nicht über den angepassten Brutraum diskutieren. Interessant wird es natürlich noch, wer dann als nächstes die Nadel bekommt. Vielleicht kann man ja den Preisträgern ein Vorschlagsrecht einräumen. Das würde mich freuen. Die Ludwig-Armbruster-Schule kann sie ja nicht mehr bekommen, die stiftet sie ja den Preis. Also nochmal vielen Dank, auch vielen Dank an die beiden Mitautoren, den Marion Löper. Vielleicht kann die kurz mal die Kamera anschalten und winken, dass wir alle mal gesehen haben. Es war eine super Zusammenarbeit und mal sehen, vielleicht gibt es da noch weitere Projekte. Ja, auch vielen Dank. Auch ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass man mich hört. Wir haben das vorher nicht getestet. Ich weiß nicht, was Hans Bär davon halten wird. Ich habe ihn nicht eitel in Erinnerung, ganz im Gegenteil. Aber ich freue mich natürlich, wenn seiner gedacht wird und vor allen Dingen seinem Vermächtnis. Denn ich glaube, wir alle, die wir schon etwas länger imkern, haben alle vorher viele im doppelten Brutraum gearbeitet. Und das war ganz normal. Da gab es einschlägige Bücher dazu. Und das wurde in den Vereinen auch so verbreitet. Und ich glaube, ich war da auch gar nicht schlecht drin. Ich habe da auch viel Honig geerntet und man wusste, was man zu tun hat. Ja, aber dann kam irgendwann Hans Bär. Und ich habe ihn damals bei einer Vortragsreihe in einem Hotel kennengelernt und habe ihn die ganze Nacht natürlich mit Fragen gelöchert. Hans Bär war wirklich ein Nachtmensch. Er hat da, ich habe immer das Gefühl gehabt, er braucht keinen Schlaf. Und nächsten Tag hat er seinen Vortrag gehalten vor mehreren hundert Leuten
Und da war Sprachlosigkeit. Er hat natürlich alles traditionelle Wissen in Frage gestellt und hatte auf vieles Antworten, weil er natürlich viele Jahre experimentiert hat, den Brutraum immer mehr angepasst hat und die Ergebnisse sehr gut verfolgt hat. Negative wie auch positive. Und so kam es dann zum angepassten Brutraum, der natürlich nichts Neues ist, den hat er nicht erfunden. Aber das wieder so ins Leben zu rufen, das nutzbar zu machen, das auch in der Effektivität für die Berufsimkerei hervorzuheben, das war wirklich sein Vermächtnis ist das. Und ich glaube, die Armbruster Imkerschule und auch die sächsische Imkerschule, die wir hier betreiben, die wäre ohne Hans Bär nicht das, was es jetzt ist. Und deshalb sind wir wirklich sehr froh, dass wir ihn hatten. Und er ging leider viel zu früh. Die Marion Löber, die ich jetzt noch nicht hier sehe, die hat mehrere Jahre in Amerika gelebt und ihr kam das Buch von Charles Dadant damals in die Hände, was der 1900 bis 1920 geschrieben hatte. Das war damals schon eine sehr große Imkerei. Und dieses Buch wurde nie ins Deutsche übersetzt, nur ins Französische, ins Spanische und ins Russische gar. Und sie wollte es einfach übersetzen und hier veröffentlichen und hat gefragt, ob ich das Korrektur lesen kann. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist das Wissen, was wir hier in den letzten 10 Jahren mühsam irgendwie erarbeitet haben, auch Wissen, was Hans Bär verbreitet hat. Und da habe ich gesagt, du kannst das nicht so veröffentlichen. Das muss von einem großen, bedeutenden, erfahrenen Imker eigentlich gelesen werden und kommentiert werden, Artikel für Artikel. Und ich habe natürlich sofort mit Hans Bär geliebäugelt und habe ihm das Buch geschickt, die Übersetzung geschickt. Und er rief mich eine Woche später auch an. Das sagte, das kann ja nicht sein. Hätte ich dieses Wissen schon vor 50 Jahren gehabt, ich hätte mir so viel Experimente ersparen können, denn das Wissen war ja alles schon da. Und so kam es dazu, dass er uns sehr unterstützt hat bei der Erarbeitung dieses Buches. Wir waren mehrmals dort, es gab viele Telefonate und er ist ein unglaublich wissender und sympathischer Mensch gewesen. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet. Ich hoffe, ich kann das jetzt mal öffnen. Es ist nicht viel. Warten Sie mal. So, ich hoffe, das ist zu sehen. Hier ist er noch vor vielen Jahren auf meinem Bienenstand gewesen. Ich hatte, wie gesagt, jahrelang im doppelten Brutraum, erst im deutschen Normalmaß und dann im Langstroth gearbeitet. Und ja, also wie gesagt, sein Wissen, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Vieles wusste man oder hat man ja geahnt, aber man traut sich ja viele Sachen gar nicht. Wenn das so traditionell man das so jahrelang gemacht hat und das von allen gesagt kriegt, dann ist es so schwierig, etwas umzustellen. Ich glaube, das ist das größte Hindernis. Und ich glaube auch heute, die Diskussion sollte gar nicht mehr dahin gehen, doppelter Brutraum oder angepasster Brutraum, sondern eher, wie kann der angepasste Brutraum oder welches ist die effektivste Art des angepassten Brutraums? Da wird noch viel experimentiert. Wir experimentieren auch, aber es muss natürlich, das kann man nicht alles gleich veröffentlichen, denn da müssen erstmal ein paar Winter und ein paar Sommer, wenig Tracht, viel Schnee, lange Winter, kurze Winter, das muss es erstmal durchgemacht haben und sich bewährt haben. Aber ich glaube, das sollte eher in Zukunft die Diskussion sein, wie können wir noch effektiver arbeiten? Und effektiver heißt nicht immer noch mehr Honig, das wird uns ja manchmal vorgeworfen, sondern mit weniger Eingriffen so der Biene gerecht werden und da trotzdem zu ernten, denn wir müssen ja teilweise von dem Honig leben. Und das geht im angepassten Brutraum eben wunderbar. Und weniger Eingriffe ist nicht nur für den Imker schön, sondern natürlich auch für die Bienen sehr, sehr angenehm, wenn wir dort nicht permanent drin rumrühren. Und da ist es schon ein wesentlicher Unterschied, wenn man mit wenigen Waben die Schwarmkontrolle zum Beispiel macht oder Eingriffe machen muss, als wenn man im doppelten Brutraum das mit 20 Waben machen muss. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ich möchte da, wir haben jahrelang auch erfolgreich versucht, diesen Karnika-Backfaststreit zu schlichten. Und es wäre eigentlich schade, wenn da jetzt so ein doppelter Brutraum, angepasster Brutraumstreit wieder groß kommen würde. Ich glaube, das sollten wir vermeiden. Hier, wie gesagt, an unseren Bienen. Damals war das noch beim Bienenfachtag. Er war bei uns und hat sie Vorträge gehalten. Das hat auch hier in der Region, in der Imkerei, viel geändert. Hier ist ein Bild, das hat uns seine Familie zur Verfügung gestellt. Da ist er mit Bruder Adam. Und ja, das war noch ein junger Kerl. Also, vielleicht kann ich dazu noch mal was sagen. Also,
auch für die Bedeutung von Hans Beyer. Er war auch Mitbegründer der Gemeinschaft Europäischer Backfastimker. Er hat Bruder Adam kennengelernt, wie er gesagt hat, ein bisschen zu spät, aber er war trotzdem dankbar, dass er ihn kennengelernt hat. Und Bruder Adam ist ja hoffentlich allen bekannt, hat die Imkerei maßgeblich verändert. Und Hans Beyer war ein Schüler von Adam. Hier sind wir im Winter mal bei ihm folgt. Da wollten wir nur, hat er uns kurz die Minis gezeigt. Und ja, wir waren bei ihm zu Hause. Wir hatten verschiedene Modelle von den Beuten sind wir durchgegangen. Und da gibt es ja heute noch so viel Verschiedenes. Deshalb muss man immer bei einem Beutenbauer bleiben. Das ist immer gar nicht so einfach. Und was man mit den Gesprächen und seinen Vorträgen sofort gelernt hat, und das kannte man vorher so nicht, war dieses Wissen um die Wärme, um den Wärmehaushalt, um die Brutentwicklung, was Wärme oder Wärmeverlust eigentlich bedeutet für das Volk und was es im Frühjahr bedeutet, wenn der Brutraum so angepasst ist, dass die Königin auf Höchstleistung gehen kann. Und das Schöne ist ja an den Bienen, dass wir, und das hat mich daran erinnert, als ich den Vortrag gestern oder vorgestern gehört hatte, wo es um die Kühe ging und die Graslandschaften. Hans Beyer war ja Rinderbesamer. Und er hat auch immer gesagt, eine Kuh, die ihr Leben lang im Stall steht und mit Kraftfutter und Hormonen gespritzt wird, wenn die 20.000 Liter Milch bringt, das ist unehrlich. Ehrlich ist die Zucht dann, was die Kuh bringt, wenn sie das ganze Jahr auf der Weide steht. Das ist ehrliche Zucht. Und so ist es, diesen Vorteil haben wir bei den Bienen. Wir können dort kein Kraftfutter reinstecken, wir können dort keine Wachstumshormone reinmachen. Letztlich ist es nur das, was wir tun können, den Bienen eine Kiste und die Möglichkeiten, den Wärmeverlust so gering zu halten, dass sie viel Brut machen kann. Und viel Brut sind viele Bienen und viele Bienen ist meist viel Honig. Und am Honig letztlich sehen wir, ob es den Bienen gut geht oder nicht. Ein Volk, was wenig Honig bringt, das ist nicht gesund, das ist krank. Ja, hier waren wir bei ihm zu Hause. Das ist die Mai und das sieht man so mal, falls man sie jetzt nicht öffentlich sieht. Ja. Also das ist ja eins der Abende, wo wir dann zusammen mit Hans Beyer diskutiert haben. Und das war immer erstaunlich, wie wir drei, wie ein bisschen jünger sind als der Hans Beyer. Wir wurden immer müder und der Hans Beyer wurde, umso später die Stunde ist, umso munterer und erklärte leidenschaftlich. Aber er hat uns dann so mitgerissen, dass wir wach geblieben sind und dem gefolgt haben. Das waren herrliche Abende. Also was beim Hans Beyer ganz wichtig ist, also ich kann jetzt vielleicht mal noch ein Zitat dazu machen. Also das Wichtigste in einer Imkerei sind akribische geführte Aufzeichnungen über Blühbeginn, Wetter, Schwarmverhalten, Zeitpunkt des Aufsetzen, des Honigsraum, der Honigtage. Also Hans Beyer hat sein ganzes Leben, 30, 40 Jahre Kalender geführt, ganz akribisch und daran hat er immer appelliert und dadurch hatte er den Vergleich über die Jahre. Also ich glaube, viele Erkenntnisse hat er bestätigt und getestet durch Beobachten, akribisches Aufzeichnen, was vielleicht auch vielen Imkern fehlt oder wovon wir lernen sollten. Und daraus Schlüsse zu ziehen, das geht natürlich erst nach mehreren Jahren. Da muss man sehr konsequent sein. Er hat uns gesagt, er hatte in der Schule einen sehr bedeutenden Lehrer, den er sehr mochte, den Biologielehrer, der hat gesagt, man muss alles ganz genau aufschreiben und das hat er sich von der Jugend an sehr ernst genommen und hat das in die Imkerei mit übernommen. Hier sind wir bei der Arbeit des Bildes. Also der Hans Beyer, also wo wir dort gearbeitet haben, riefen auch am Abend immer ständig Imkerkollegen an und er hatte eigentlich für jeden ein offenes Wort. Und er hat allen zugehört und man konnte keine dummen Fragen stellen. Er hatte eine vollkommene Offenheit, hat mit seinem Wissen nicht hinterm Berg gehalten. Also er war geschätzter, freundlicher, offener Imkerkollege, der sein Wissen auch in seinen Vorträgen weitergegeben hat. Kritiker haben immer gesagt, der pilgert durch die Gegend und preist seinen angepassten Brutraum an. Aber wie gesagt, das hat uns ja allen weitergeholfen und das ist ja jetzt in der erwerbsorientierten Imkerei deutschsprachigen Raum ist das ja jetzt das Maß aller Dinge und das haben wir Hans Beyer zu verdanken.
Vielleicht kann ich das jetzt hier noch mal ganz kurz erzählen. Dann hatte der Hans Bär immer in seinen Vorträgen öfters so geäußert, eigentlich hätte er jetzt zwei Wohnhäuser gehabt, wenn er das Wissen zeitig genug gehabt hätte. Und damit meinte er eben, er hat auch jahrelang konventionell geimpft und dann hat er Bruder Adam kennengelernt. Dann hat er sich mit dem angepassten Brutraum beschäftigt und dann ist seine Imkerei aufgeblüht und er konnte viel mehr Honig ernten. Also, wie gesagt, er hat es eben auch geschafft, die Imkerei mit Liebe zur Biene und trotzdem wirtschaftlich zu gestalten und neue Erkenntnisse umzusetzen. Und er hat das immer plastisch so in Worte gefasst. Und wie gesagt, er hat es noch drastischer gesagt. Er hatte immer gesagt, die Institute sind daran schuld, dass sie das Wissen nicht weitergegeben haben, dass er jetzt nicht zwei Wohnhäuser hat. Aber das haben wir am Hans Bär eben auch so geschätzt. Er hat eben auch mit der Kritik nicht hinterm Berg gehalten, wenn es sein musste. Bei dem Buch hat er natürlich auch sehr darüber gestaunt, dass vieles, was jetzt kritisiert wird, was immer noch, was da dann schon kritisiert hat, wie zum Beispiel die Hoffmann-Rähmchen, dass das immer noch in der Imkerei Standard ist, obwohl es die Arbeit doch so erschwert teilweise. Und ja, also wir bedauern wirklich sehr, dass er nicht mehr da ist, weil wir hätten noch viele Fragen gehabt und man hätte mit ihm wunderschöne Vorträge noch machen können, denn er ist da wirklich aufgegangen, wenn er seine Betriebsweise vorstellen konnte, seine Bienen vorstellen konnte. Und das war für uns eine unglaubliche Bereicherung, dass wir ihn so lange doch erleben konnten. Ja, wie gesagt, wir haben nächtelang zusammengesessen, auch tagelang und auch viel Material gesammelt. Alles haben wir nicht in dem Buch veröffentlicht. Vielleicht machen wir später nochmal ein Projekt draus. Wie gesagt, während unserer Arbeit ist eben leider der Hans Bär gestorben und wir haben auch noch andere Themen angesprochen, die wir vielleicht nochmal als Autorenkollektiv auch weiterverfolgen. Und wie gesagt, Hans Bär war auch in vielen Naturschutzverbänden organisiert, auch bei sich in der Heimat. Also, er hat immer alles getan, mit Liebe zur Biene und auch zur Natur und zur Umwelt. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank. Ja, lieber René, lieber Tino, vielen Dank für euren Beitrag, über die persönliche, private Schilderung, was die Begegnung mit Hans Bär anbelangt. Das ist ja jetzt eigentlich, die erste öffentliche Würdigung, die jetzt auch festgehalten wird und die wir ja natürlich auch dann über YouTube und andere Kanäle zur Verfügung stellen, sodass die vielen Imkerinnen und Imker, die erst jetzt dazukommen, auch noch ein historisches Bewusstsein entwickeln für die Persönlichkeit, die um die Jahrtausendwende hier den wichtigsten Impuls gesetzt hat. Die ganze Sache, mir ging es ja auch so. Ich habe eine klassische Ausbildung hier in Baden-Württemberg gemacht mit der Berufsschule und so weiter. Die ganze Sache, weshalb sich das Wissen, das vorhanden ist, in Deutschland nicht ausgebreitet hat, hat zwei oder drei Gründe, die auf verschiedenen Ebenen zusammenwirken. Ein Grund ist die Beute, wo im deutschsprachigen Raum ja viele Beuten entstanden sind und es offensichtlich nicht möglich war, die Langstroth- und Dadant-Beute, die ja alt war und schon damals eine gewisse Standardisierung hatte, nach Deutschland zu holen. Jedes Institut hat gemeint, die Beute neu zu erfinden, in gewisser Weise, so wie heute auch, wo jeder eine andere Bienenkiste bringt und meint, mit der klappt es besser. Das ist also ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die Großraumbeute, die Dadant-Beute, überlagert wurde in den letzten Jahrzehnten mit der Diskussion um die Backfast-Königinnenzucht, wobei man ja sagen muss, dass es zurückgeht auf Ludwig Armbruster, der 1921 seine Bienenzüchtungskunde publiziert hat und Adam Mönch Zeit. Keine Ablenkungen, keine Weibergeschichten, konnte sich sein ganzes Leben lang um die Zucht kümmern.
Und leider hat außer Adam dieses Dokument, das seit 100 Jahren zur Verfügung steht, nicht umgesetzt, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und das müssen wir uns doch wirklich mal vor Augen halten, weshalb die Bienenzüchtungskunde von Armbruster immer noch brach liegt. Also ein ganz wichtiger Punkt, und da wir den Namen Armbrusters tragen, um auch ihn wieder ins Gedächtnis zu rufen, möchten wir auch in den nächsten Jahren Initiativen starten, dass die Bienenzüchtungskunde von Armbruster in der Bienenzucht generell wieder an oder überhaupt Anwendung findet, sowohl in der Carnica-Zucht als auch in der Ligustica-Zucht. Letzten Endes ist ja die Kräutungszucht eine Zucht auf Wirtschaftlichkeit, und das ist das, was wir brauchen. Denn wir haben schon genug Schwierigkeiten sonst. Das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem sind die Spätfolgen des Dritten Reiches, wo dann nachher fähige Leute von ihren Lehrstühlen und von wichtigen Positionen vertrieben wurden und die im Dritten Reich Eingesetzten auch nach dem Zweiten Weltkrieg zum erheblichen Teil dann an Führungspositionen blieben. Und das Gedankengut, das nationalistische Gedankengut, sich auch auf die Bienenzucht sozusagen gelegt hat. Und wir also heute mit dem ganzen Rasse- und Reinzuchtgedanken da im Grunde genommen stehen geblieben sind. Und ich kann nur dringend die Fachwelt ermahnen, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Ne? Denn auch ich musste erleben, dass ich in den ersten Jahren meiner Imkerei mit dem in der Berufsschule gelernten, damals gelernten Wissen einer zweiräumigen Völkerführung und von Königinnen, die praktisch nicht gezüchtet und selektiert sind, so nach dem Motto, auf die Königin kommt es nicht an. Ein Satz, den ich erst dieses Jahr wieder in frisch produzierten YouTube-Videos von Kollegen aus Bochum hören musste, ins Desaster geführt. Das war ein langer Satz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn grammatikalisch richtig zu Ende geführt habe, aber das wesentliche Wort war Desaster. Wirtschaftliches Desaster und ein Desaster im Hinblick auf die Tiergesundheit und das Tierwohl. Denn das hängt bei der Biene unmittelbar zusammen. Also vielen Dank euch beiden für euren Vortrag, und ich werde nach Sachsen kommen, und dann werden wir diese Nadel überreichen, ein Foto davon machen und das auch entsprechend auf die Webseite stellen. Damit kommen wir zu unserem nächsten Punkt, und ich freue mich, dass Thorsten Ellmann schon parat ist. Bitte aber noch um 5 Minuten Geduld, denn bevor wir das Grußwort des Präsidenten des Deutschen Imkerbundes hören, möchte ich noch auf eine andere Würdigung jetzt eingehen, und zwar auf die Würdigung des langjährigen Präsidenten des Landesverbands Thüringer Imker, Frank Reichert. Frank Reichert ist vor einigen Wochen verstorben nach längerer Krankheit, und er war eigentlich die zentrale Persönlichkeit in den letzten Jahren, fast möchte ich sagen Jahrzehnten, um den Wiederaufbau des Landesverbands Thüringer Imker und vor allem auch um das Bienenmuseum in Weimar zu betreuen und auch als geistige Führungskraft, sag jetzt mal, zum Erfolg geführt zu haben. Frank Reichert hat das Deutsche Bienenmuseum in Weimar geführt, wieder aufgebaut und zu einem Zentrum für Bienengespräche und für Konferenzen und Fachgespräche entwickelt. Ohne Frank Reichert und sein Team, er hat es natürlich nicht alleine gemacht, aber er war doch so etwas wie das Herz des Thüringer Landesverbandes. Ohne Frank Reichert hätte sich mit Sicherheit das Deutsche Bienenmuseum nicht so positiv entwickelt. Und ich möchte die Imkerschaft in ganz Deutschland und auch außerhalb
der Bundesrepublik einladen und aufrufen, eure Ausflüge zum Deutschen Bienenmuseum nach Weimar zu machen. Es ist immer ein Ausflug wert, einen großen oder auch einen kleinen. Die umfangreiche Ausstellung historischer Objekte zu studieren, den Bienengarten zu studieren und natürlich auch die schöne Landschaft in Weimar. Weimar ist ja die Klassikstadt Goethes und Schillers, aber auch Franz Liszt und viele andere waren in Weimar, sodass man ohne weiteres auch ein ganzes Wochenende nach Weimar fahren kann und natürlich dabei das Bienenmuseum nicht auslassen darf. Also es ergeht hiermit eine herzliche Einladung, die das, was Frank Reichert aufgebaut hat, im Lebendigen weiterzuführen und damit seiner zu gedenken. Und ich habe jetzt hier einen Film, der dauert 3 Minuten und 50 und den habe ich letztes Jahr im Sommer im Bienengarten des Bienenmuseums aufgenommen. Da wusste ich natürlich nicht, dass ich ihn jetzt benötigen werde und ich habe ihn auch nicht unter diesem Gesichtspunkt aufgenommen, aber er ist im Grunde genommen doch eine, es gibt ja doch einen schönen Eindruck und einen Impuls, um Frank Reichert auf diese Art und Weise noch einmal zu gedenken. Und jetzt schauen wir, ob wir es fertig kriegen, ihn vorzuführen. Die Natur ist doch das einzige Buch, das auf allen Blättern großen Gehalt bietet. Goethe biegt. Ja, Bienenmuseum hier. Gell? Zu Recht hat da vorhin jemand gesagt, ja, das Wiese da bloß grün. Herrschaften, vor 10 Jahren zum ersten Bienensymposium, ja, habe ich hier den Stadtgärtner eingeladen. Und da haben wir Vortrag gehalten über Blühmischungen, Aussehen da in der Stadt und so weiter. Ja, sind 10 Jahre rum, habt ihr gesehen, wie der Goethe-Park da hier nach 10 Jahren aussieht, gell? Grün, super, super alles grün. Gell? Wie soll ich sagen? Ich könnte jetzt sagen, das ist der große Frust, den man da so haben könnte. Man könnte auch sagen, das sind die großen Aufgaben, die vor uns stehen. Ja, die stehen auch schon hinter uns. Und vor uns und hinter uns ist auch nichts anders gewesen. Und vor uns. Aber jetzt jedenfalls hier das Bienenmuseum. Ja, guckt mal, was die für Blümle haben. Mal da, jetzt gehen wir da mal jetzt gucken. Oder auch hier. Fetthenne und so weiter. Mit Schild, auf das der Imker lerne, was er für Blumen daheim als sich anpflanze. Hier, guck mal her. Da könnte man zum Beispiel jetzt auch mal so eine Bank stiften. Oder da vorne so ein paar Bäume. Ja? Wobei viel Platz ist hier nicht mehr, gell? Ja, und dann her. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen. Ja. Und da der Gerstung-Pavillon. Guck doch mal. Ja. Guck, da fliegen sogar ein paar Bienen, ja. Sind noch nicht verreckt. Das ist dann erst wieder im November so, wenn man beim Bienen-Symposium daher geht. Bis dahin sind sie dann. Aber ja. Und schaut her, ich zeige doch in den Lehrgängen immer dieses eine Foto, wo dann hier mein Bienenvolk stand. Hm? Auf Palette und daneben. Das haben sie jetzt weggeräumt. Ja gut. Also wie schön. Wie schön. Und wenn dann Blumen blühen. Und übrigens, Frank Reichert, gell? Dem ist das, also hat er alleine gemacht. Aber der war jetzt so lange hier Präsident und dem ist es zu verdanken. So würde ich mich mal ausdrücken. Und seinen Leuten natürlich, die dann
Da Mithäufer haben wir noch. Ja, das braucht einen oder eine, die klug, charakterstark und an der Sache orientiert, die eine Community, sei sie groß oder klein, führen. Und dann klappt es. Ja. Und wenn das nicht da ist, bricht Lethargie und Chaos aus. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, also das war jetzt natürlich kein Extra für die Würdigung Frank Reicherts angefertigtes kleines Videodokument, sondern ich habe damit ja im Grunde genommen euch auf den Garten aufmerksam machen wollen, auf die schon lange Arbeit, die wir hier in Weimar machen und auf die Leistung Frank Reicherts ganz besonders hinweisen. Ich hoffe, dass ihr das mit einem gewissen Humor nehmen könnt, den hatte ich ja da auch. Und oft ist so, dass man natürlich viele Bienenfragen mit Humor sehr viel besser beantworten können als mit Ernsthaftigkeit. Frank Reichert, vielen Dank.